Im 17. Jahrhundert, mitten in der Herrschaft von König Ludwig XIV, befand sich Paris in einem Zustand des Chaos. Die Mehrheit der Bevölkerung hungert oder wird in den Krieg geschickt, was zu weit verbreiteter Unruhe und Ausschreitungen in der ganzen Stadt führt. Anstatt auf die Forderungen des Volkes einzugehen, entscheidet sich der König dafür, die Randalierer in zerfallenden Gefängnissen einzusperren und sie einem langsamen und qualvollen Ende zu unterwerfen. Unter den Inhaftierten befindet sich eine rätselhafte Figur, bekannt als der Mann mit der eisernen Maske. In der folgenden Szene patrouilliert D'Artagnan, der Anführer der königlichen Musketiere, zu Pferd durch die Stadt. Leider wird er zum Ziel von geworfenen Steinen, da seine Treue zum König ihn bei den wütenden Bürgern unbeliebt macht. Einst gab es 4 verehrte Musketiere, aber jetzt bleibt D'Artagnan dem König treu. Die anderen 3, Aramis, jetzt ein Geistlicher, Porthos, ein Frauenheld und Trunkenbold, und Athos, der sich auf seinen Bauernhof zurückgezogen hat, haben sich von ihrer früheren Kameradschaft entfernt. Eines Tages während ihres Streits besucht D'Artagnan sie und enthüllt, dass der König sie rufen möchte. In einem ergreifenden Moment vertraut Athos seinem Sohn Raoul den Ring seiner verstorbenen Frau an und drängt ihn, um die Hand seiner Freundin anzuhalten. Es wird deutlich, dass Athos Frau vor langer Zeit verstorben ist und sein Sohn in seine Fußstapfen treten und Musketier werden möchte. Die Geschichte wechselt zum prächtigen königlichen Palast, wo der König mit seinen Generälen eine strategische Besprechung über einen bevorstehenden Krieg führt. Während dieser Diskussion informiert Pierre, einer der Berater des Königs, Ian über die laufenden Unruhen in der Stadt. Als Lösung zur Beruhigung der Unruhen schlägt Pierre vor, Lebensmittel aus den Armeereserven zu verteilen. König Ludwig, der eine gefühllose Haltung zeigt, widerspricht diesem Vorschlag und ordnet stattdessen die Verteilung verdorbener Proviant an. Inzwischen trifft Aramis im Palast ein und wird vom König herzlich begrüßt. Außerdem beauftragt der König den ehemaligen Musketier mit der göttlichen Pflicht, einen vermeintlichen Verräter im Namen Gottes und Frankreichs zu eliminieren. Unter den Teilnehmern stehen Raoul und seine Freundin Christine zusammen. Als sie durch die Versammlung schlendern, verliebt sich der König in Christine und inszeniert ein Ablenkungsspiel, das Raoul von seiner Geliebten trennt. Die Gelegenheit nutzend, versucht der König, Christine näher zu ziehen, indem er romantisches Interesse bekundet. Trotz der Avancen des Königs betont Christine standhaft ihre Treue zu Raoul. Die Spannung steigt, als der König versucht, sie zu küssen, um vom wachsamen D'Artagnan unterbrochen zu werden, der die Szene diskret aus der Nähe beobachtet hat. In einer unerwarteten Wendung versucht ein Jesuitenspion verzweifelt, König Ludwig zu ermorden. Doch D'Artagnan beseitigt die Bedrohung geschickt mit einem bemerkenswerten Schwertwurf, was den Monarchen sichtlich erschüttert. Die Gelegenheit ergreifend, entführt Raoul Christine rasch von der chaotischen Szene. In dieser Nacht, verwirrt durch Raouls plötzlichen Rückzug von der königlichen Musketierauswahl, sucht D'Artagnan Antworten von Athos, der ebenfalls über die Situation im Unklaren ist. Ihre Verwirrung vertieft sich, als ein niedergeschlagener Raoul eintrifft und enthüllt, dass er Christine nicht um ihre Hand anhalten konnte und zum Krieg gegen die Niederländer eingezogen wurde. Athos ist wütend und vermutet, dass der König die Situation manipuliert hat, um Raoul von Christine zu trennen. D'Artagnan empathisiert mit Raouls Notlage und verspricht Athos, den König zur Rede zu stellen. In der nächsten Szene greift eine Horde Randalierer den Palast an, aufgebracht über die Verteilung verdorbener Lebensmittel. Als die Musketiere sich darauf vorbereiten zu intervenieren, tritt D'Artagnan vor, um sie daran zu hindern, Gewalt anzuwenden. Er stellt sich der wütenden Menge und zeigt seine Schwertkunst, gewinnt ihr Vertrauen. Später informiert D'Artagnan den König heimlich in einem verborgenen Gang des Palastes darüber, dass frische Proviant geliefert werden muss, um den Mob zu besänftigen. Auf die Frage nach den Absichten des Königs bezüglich Christine stößt D'Artagnan auf Widerstand. Ludwig behauptet seine Autorität und erklärt, dass er aufgrund seines königlichen Status tun könne, was ihm gefalle. An einem entfernten Ort bereitet sich Raoul mit seinen Truppen auf einen Einmarsch in feindliches Gebiet vor. Bevor er vorrückt, übergibt Raoul einen Brief an einen anderen General mit der Bitte, ihn an den königlichen Palast zu bringen. Als sie vorrücken, ereignet sich eine Tragödie, als eine niederländische Kanone in der Nähe von Raoul explodiert und sein Leben sofort fordert. Die verheerende Nachricht erreicht schnell Christine und Athos und lässt sie von Trauer zerbrochen zurück. Athos, von Durst nach Rache erfüllt,
macht sich auf den Weg zum Palast, um den König zur Rechenschaft zu ziehen. Als er den Palast erreicht, entfesselt Athos seine Wut, besiegt mehrere Musketiere im Alleingang. D'Artagnan greift ein, bezwingt seinen Freund und bittet ihn eindringlich, einem ähnlichen Schicksal wie Raoul zu entgehen. Bevor er geht, bezeichnet er D'Artagnan bitter als Verräter, der denjenigen schützt, der für den Tod seines Sohnes verantwortlich ist. Im Inneren des Palastes veranstaltet König Ludwig ein Abendessen für Christine, die Schwierigkeiten hat, Trost inmitten der Trauer zu finden. Er führt sie in einen und die beiden erleben einen leidenschaftlichen Moment. Inzwischen versammelt Aramis seine ehemaligen Musketierkameraden in den Katakomben von Paris und enthüllt eine geheime Mission, die ihm von König Ludwig übertragen wurde. Aramis offenbart, dass er beauftragt wurde, den Anführer der Jesuiten aufzuspüren und zu eliminieren, der Unruhen in der Stadt schürt. Eine schockierende Enthüllung kommt ans Licht, als Aramis seinen Freunden mitteilt, dass er der Anführer der Jesuiten ist. D'Artagnan, fest in seiner Loyalität zum König, weigert sich, sich ihnen anzuschließen. Athos, angetrieben von Wut, konfrontiert D'Artagnan und warnt ihn, dass er nicht zögern werde zu töten, sollten sich ihre Wege erneut kreuzen. In der nächsten Szene verlagert sich das Geschehen ins Bastille-Gefängnis, wo der Mann mit der eisernen Maske über sein Schicksal nachdenkt und einen Blick auf den offenen Himmel erhascht. Die drei Musketierfreunde erscheinen in Verkleidung, wobei Aramis sich als Priester ausgibt. Indem es ihnen gelingt, die Zelle des Gefangenen zu infiltrieren, liest Aramis die monatlichen Gebete vor und enthüllt eine schockierende Wendung. Er verbirgt eine Leiche, die eine identische eiserne Maske trägt. Unter dem Vorwand, dass der Gefangene einer fiktiven Pest zum Opfer gefallen ist, täuscht Aramis die Wachen, indem er die Leiche verbrennen lässt und keine Beweise zurücklässt. Die Gruppe entkommt geschickt dem Gefängnis und erreicht ein Landhaus, wo sie die Wahrheit über den Mann mit der eisernen Maske enthüllen. In einer überraschenden Wendung stellt sich heraus, dass er der Zwillingsbruder von König Ludwig ist, Philippe. Philipp erzählt von einem friedlichen Leben auf einem Bauernhof, bis Soldaten ihn gewaltsam mitnahmen und ihn gefangen setzten, wobei seine Identität hinter der eisernen Maske verborgen wurde. In einem Moment der Offenbarung enthüllt Aramis die Wahrheit gegenüber Philipp. Es stellt sich heraus, dass nach der Geburt der Zwillinge Anne, ihre Mutter, die Zwillinge Philippe und Ludwig 13. Es Entscheidung, territoriale Konflikte zu vermeiden, dazu führte, dass Philippe verworfen und im Bastille-Gefängnis versteckt wurde. Die schockierende Enthüllung setzt sich fort, als Ludwig 13. sorgte dafür, dass sein Zwillingsbruder für immer verborgen blieb, indem er Philipps Gesicht mit einer eisernen Maske verdeckte. Um das Tragische zu betonen, enthüllt Aramis, dass er derjenige war, der die Maske auf Philipp legte. Aramis, der Reue für die Grausamkeiten empfindet, die Philippe erlitten hat, schwört, sein Geburtsrecht wiederherzustellen, indem er ihn mit König Ludwig austauscht. Doch ihre Freunde äußern Skepsis und halten den Plan für zu gefährlich. Inzwischen im Palast erhält König Ludwig eine Nachricht über Philipps Tod, bleibt gleichgültig. Als er eine weitere Schachtel öffnet, entdeckt er die eiserne Maske und ist fassungslos. Gleichzeitig bricht Anne beim Hören der Nachricht vom Tod ihres Sohnes in Tränen aus. D'Artagnan nähert sich und bietet Trost an, enthüllt dabei eine zuvor versteckte romantische Affäre zwischen ihnen, bevor D'Artagnan die Treue zum König wählt. In der ruhigen Landschaft versuchen die drei Musketiere, Philippe zu überreden, sich ihrem kühnen Plan anzuschließen. Aber er lehnt zunächst ab und wünscht sich ein Leben in Freiheit. Der Wendepunkt kommt, als sie ihm ihre Vision von einem vereinten Frankreich teilen, in dem alle Bürger in Frieden leben können. Bewegt von dieser Vorstellung stimmt Philippe zu. Das Trio beginnt ein intensives Trainingsprogramm und unterrichtet Philippe Tag und Nacht in der Kunst königlichen Benehmens. Inzwischen beginnt Christine im Palast, sich an die königliche Umgebung anzupassen. Doch ihre Welt zerbricht, als sie einen Brief von Raoul erhält, der seinen Tod vorhersagt und ihr vergibt, dass sie mit dem König verbunden ist. Der Brief enthüllt eine herzzerreißende Wahrheit. Der König hat Raouls Tod inszeniert. Aramis, Athos, Porthos und Philippe, alle in Verkleidung, gesellen sich zu den Festlichkeiten. Als der König von maskierten Tänzern umwirbelt, beginnt, Gestalten mit eisernen Masken zu sehen, wird er desorientiert. Es stellt sich heraus, dass die Musketiere diese Illusion inszeniert haben. Die Gruppe nutzt die Gelegenheit während des Maskenballs, schleicht sich noch verkleidet in das Zimmer des Königs und konfrontiert ihn. Aramis stellt den König zur Rede
und betäubt ihn in einer entscheidenden Bewegung. Als der König zu Bewusstsein kommt, ist er erstaunt, seinen Bruder Philipp zu finden. Während der bewusstlose König Ludwig geknebelt und von Porthos bedeckt liegt, verlässt Philippe nervös den Raum, um sich der Menge zu stellen. Als er sich zum ersten Mal auf den Thron setzt, wird er von Christine konfrontiert, die ihn des Mordes beschuldigt. Statt aggressiv zu reagieren, überrascht Philipp alle, indem er sie beruhigt und verspricht, die Dinge in Ordnung zu bringen. Die unerwartete Wendung weckt Misstrauen und D'Artagnan beginnt an Philipp zu zweifeln. Philipp ordnet an, dass die Wachen höchste Wachsamkeit walten lassen und ihn eskortieren. Die drei Musketiere, zusammen mit Philipp, machen sich auf den Weg zum Hafen, wo ihr Fluchtboot wartet. Doch sie werden von Wachen entdeckt, was zu einer langen und intensiven Konfrontation führt. Als sie gerade dabei sind zu entkommen, schließt sich die Tür unerwartet. In einem intensiven Showdown mit D'Artagnan und seinen Wachen kommt es zu einer hitzigen Auseinandersetzung. Gerade als die Situation den Höhepunkt erreicht, enthüllt Athos das Gesicht von König Ludwig und droht, ihn zu töten. D'Artagnan, schockiert von der Enthüllung, befiehlt seinen Wachen, das Tor zu öffnen. Doch gerade als die Musketiere mit Philippe abreisen wollen, nehmen die Wachen ihn gefangen, zwingen Athos, Porthos und Aramis zu fliehen. Im Inneren des Palastes starrt König Ludwig Philippe wütend an und enthüllt D'Artagnan, dass der Junge kein Betrüger ist, sondern sein Bruder. Anne betritt den Raum und sowohl sie als auch D'Artagnan flehen den König an, Philippe zu begnadigen. Unbeeindruckt befiehlt König Ludwig seinen Männern, Philippe zurück ins gleiche Gefängnis mit der eisernen Maske über dem Gesicht zu werfen. Später, als D'Artagnan versucht, Anne zu trösten, hört er einen Schrei aus einem anderen Raum. Als er eilt, entdeckt er, dass Christine sich das Leben genommen hat. Inzwischen wird Philippe erneut mit der eisernen Maske versehen und der spezielle Schlüssel wird an König Ludwig übergeben. Die drei Musketiere schaffen, den Wachen zu entkommen und finden einen von D'Artagnan hinterlassenen Zettel. Er enthüllt ein von ihm arrangiertes 10-Minuten-Fenster, um Philippe zu retten. Zunächst skeptisch, vertraut das Trio ihrem alten Freund und schlüpft in ihre berühmten Musketierkostüme, um zu dem vereinbarten Ort zu eilen, um Philippe zu retten. In der folgenden Szene treffen die drei Musketiere D'Artagnan in einem Gefängnis und gemeinsam finden sie Philipp. Als sie versuchen zu entkommen, blockieren Ludwig und seine Männer alle Ausgänge. Ohne Ausweg rufen die vier Musketiere den Geist ihrer alten Kameradschaft herbei und liefern sich einen erbitterten Kampf gegen Ludwigs Soldaten. Als mehr Männer eintreffen, werden die Musketiere zusammen mit Philipp gezwungen, in einen anderen Raum zu fliehen. Doch D'Artagnan enthüllt eine schockierende Wahrheit. Sowohl Ludwig als Philipp wurden während seiner Affäre mit Anne geboren. Im Angesicht des Pat fordert Ludwig die Kapitulation der Musketiere, aber sie antworten mit enormem Mut und stürzen sich auf die Gegner. Selbst Ludwigs Wachen sind von dem Mut beeindruckt und halten respektvoll ihre Waffen zurück. Wütend schwingt Ludwig ein Messer auf Philippe, aber D'Artagnan interveniert und nimmt den tödlichen Schlag entgegen. Philippe, verzweifelt, tauscht Kleidung mit seinem Bruder aus und setzt ihm die eiserne Maske auf. Er befiehlt den Wachen, den Hochstapler wegzubringen und verkündet, dass Aramis, Athos und Porthos seine neuen königlichen Berater sind. In der letzten Szene besucht König Philippe, als König Ludwig XIV getarnt, zusammen mit den drei Musketieren D'Artagnan Beerdigung. Philipp nähert sich Athos und drückt seinen Wunsch aus, sein Sohn zu sein. Ein Wunsch, der freudig akzeptiert wird. Der Film endet damit, dass, nachdem Philippe die Macht übernommen hat, Frankreich zu einer wohlhabenden und mächtigen Nation wurde –